Hallo zusammen und willkommen bei Timo Babbelt. Ja, ich babbel wieder. Ihr seht's oder auch nicht. Es ist ganz, ganz früh. Und ja. Ach, läuft's. Ja, ein paar. Ja, noch ist Kalisch da. Mal gucken, wie wir das weiterhin machen. Soll ich so bleiben oder soll man Licht anmachen? Ja. Wie ihr im Thumbnail vielleicht gesehen habt, mal gucken, wie ich das darstelle. Ja. Ich habe keine Lust. Ja. Gucken wir mal. Komm mal so, ne? Drehen wir das Ganze mal ein bisschen um. So. Besser? Besser. Wir fangen erstmal an mit euren Kommentaren. Ja? So. Wo waren wir dann? 52? Das letzte Mal? Ach, ich. Viel Alk vor 5 Tagen. Jo. Dem. Kommentare. Wir gehen erstmal schnell die Kommentare durch. Und ich sag schnell, weil, ja, werdet ihr gleich hören. Oh, Kai. Der liebe Kai hat geschrieben. Ja, ja, doch. Ich zieh das jetzt so durch. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job, Timoje. Gell? Lass es krachen. Danke. Und schön ein kellerkaltes Schmugger in die Figur geschützt. So muss das sein. Ja, so muss das sein. Und zum Job gleich mehr. Für mich war der Will Smith schon immer ein eher mittelmäßiger, beschlechter Schauspieler, der nur belanglose Klamauk-Filmchen gemacht hat. Jetzt haben doch alle wieder eine Bühne bekommen, um sich darzustellen. Oder gehen lassen. Ja, sowas ist immer ein Aufhänger für Werbung. Ja, man macht ein bisschen was Skandalöses und dann ist man wieder in aller Munde. Ja, und dass der jetzt irgendwie von selber, er hat irgendwie von selber gesagt, der geht aus der Academy raus oder so. Der wird wahrscheinlich rausgeschmissen worden sein und das wird dann nur so erzählt, gell? Damit es auch besser aussieht. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt gar nicht so drin, dass ich da jetzt groß was sagen kann. Schade, dass Bruce Willis geht, aber das war doch schon lange abzusehen. Wobei ich die letzten großen Filme schon gar nicht mehr geschaut habe. Seine Zeit war schon Jahre vorbei. Ich weiß auch gar nicht, welche großen Filme er gemacht hat. Ich war nie der große Bruce Willis-Fan. Ja, er hat gute Filme gemacht. Keine Frage, gell? Brauchen wir gar nicht drüber streiten. Und ja, dass er der große Actionstar war, ja, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, hat gute Filme gemacht. Ich war halt nur nie der große Fan, dass ich dann noch alles gesehen habe. So ist es nicht. Deshalb weiß ich auch gar nicht, was so der letzte große Film mit ihm war. Nee, kann ich gar nicht sagen, gell? Aber ja. Das ist bei vielen so, dass einfach die Zeit ist vorbei, ja. Die sollten sich dann was anderem widmen, ja, weil man sieht es ja an. Nicht John Wayne, der andere. Ach, hier. Ihr wisst, wen ich meine. Der wurde zum Mule gedreht hat, da, der. Denkt ihr, der Name fällt mir jetzt ein. Oh. Ist weg? Ist weg. Aber ja, wisst ihr, ich weiß nicht, wie alt er ist, über 90 oder so und dreht auch noch. Ja, da muss man halt einfach ein anderes Genre für sich finden, ja. Und dann würde das natürlich auch klappen, ja. Aber
für manches einfach ist rum, gell? Da hattest du dir aber schön mit dem Farco die Rüstung verbeult. Wie ging eigentlich? Und ja, du solltest öfters betrunken Videos machen. Ein schönes Timo babbelt, liebe Grüße Kai. Jo, reden wir auch gleich drüber. Danke Kai. Als nächstes Waldi 392. Logisch, dass die Labels die Filme erst als Mediabook für völlig überzogene Preise verscheuern wollen. Die wollen die Sammler fleißig abzocken. Lieber 3 bis 6 Monate warten, dann erscheinen die Filme oft im günstigen MRA. Traurig, dass auch der letzte Schrott als Mediabook erscheint. Nur die Leute kaufen es und lassen sich damit richtig abzocken. Ja und nein, ja. Die Leute lassen sich nur abzocken, weil sie sich abzocken lassen wollen, ja. Das ist Nummer 1, ja. Wer die Filme nicht haben möchte, braucht die auch nicht zu kaufen, ja. Und Mediabook, völlig überzogene Preise teilweise auch, ja, teilweise aber auch nicht, gell? Kommt immer aufs Label drauf an, aber dass man hier 3 bis 6 Monate wartet und dann, dass die MRA erscheint, das ist ja das Problem, das ist ja nicht gang und gäbe, deshalb muss man sich oft ein Mediabook kaufen, weil man weiß nicht, kommt der Film in der MRA raus oder nicht, ja, wie oft, hier, Terrifier, ja, wie lange haben wir darauf jetzt gewartet, jetzt kommt da eine MRA raus, kostet auch über 20 Euro, ja, aber sie kommt, ja, und das ist halt, manchmal kommen die Filme auch gar nicht in der MRA, ja, oder wirklich Jahre später. Jetzt, wie zum Beispiel hier die ganzen Dings kamen jetzt raus, da dieser Gore, ja. War das Gore oder sowas? Die kamen ja auch jetzt Jahre später und sowas, ja. Aber deshalb, manche Filme muss man sich dann halt im Mediabook kaufen, gell? Nö, muss nicht. Aber wenn man die Filme dann haben will. So, als nächstes Oliver Leder, gute Olli. Hallo Timo, wie gewohnt eine großartige Folge von Timo Babbelt. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für dein Lob und weitere Tipps. Ich werde zukünftig schauen, dass sich der Blickwinkel zum Besseren verändert. Mir ist schon bewusst, dass wenn ich das Premium-Paket meiner Video-App abonnieren würde, sich dann vielleicht auch die optische Qualität verbessern würde. Ich scheue mich aber davor, im Internet einen Vertrag abzuschließen. Die Sache mit... nee, das hat nichts mit deinem Programm zu tun, ja, dass du da jetzt irgendwie Premium machen musst oder sowas. Nee, ist gar nicht so. Muss man nicht machen. Das ist die Bildqualität, ja. Vielleicht hilft das auch schon, dass du von dort mehr Lichteinfall hast, helleres Licht, weil das merkt ihr ja, hier, ich habe ja hier die Softbox stehen. Wenn ich die jetzt hier umdrehe, merkt ihr vielleicht, jetzt haben wir es dunkler. Und das ist alles ein bisschen unscharf oder unschärfer. Und wenn ich jetzt hier heller mache, wird es schärfer. Das Bild automatisch, ja. Ich kann es jetzt nach hier machen, weil es hier klein in der Wand ist und dann strahlt es zurück. das kann vielleicht schon viel ausmachen, ja, dass das richtig hell ist. Aber dass du da wirklich da ein Premium-Paket machen musst, nö. Gerade für den Anfang, nein. Wenn du lange genug YouTube machst oder gemacht hast, dass du deinen Stil gefunden hast und dass du sagst, doch, ich mache jetzt auch noch lange weiter, ja, weil ich da noch lange drauf Lust habe, dann würde ich das überlegen. Aber jetzt für den Anfang, nö, braucht man nicht unbedingt, gell? Ja, kommt da jetzt schon Horn? Die Uhrzeit.
Jogging eben. So, jetzt keine Ahnung, wie ich da. Ach. Hallo! Bist du schon daheim, ja? Ja, bin gerade heimgekommen. Gut, alles klar. So. Ich scheue mich. Vertrag. Wo waren wir jetzt? Das lassen wir alles drin. Die Sache mit Will Smith ist unter aller Sau. Beide haben sich nicht von der besten Seite gezeigt. Und zu Bruce Willis, gute Besserung, gute Besserung, Bruce. Liebe Grüße und auch vielen Dank für die Kritik. Nur so kann man sich verbessern. Genau, so sehe ich das auch. Als nächstes Theo Wenders. Olli, danke. Hallo Timo, ein Burger-Test wäre bestimmt ganz witzig. Ja. Finde ich auch, aber... Mal gucken. Gehen wir gleich noch ein bisschen was drauf ein. Kennst du den Kiss-Film Kiss in the Attack of the Phantoms? Bis bald, bleib gesund. Tatsächlich nicht. Also der Titel ist mir ein Begriff. Ist das eher so Comic, Zeichentrick oder sowas? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne Detroit Rock City. nee, ich sagte mir jetzt erstmal, müsste ich mal googeln, gell? Und als letztes Dave's Movie Place. Gute Timo, vielen Dank fürs immer wieder erwähnen. Gerne. Läuft doch alles. Danke. Beste Grüße und genießt dein Wochenende. Ja, wenn es läuft, dann erwähnen wir den eben nicht mehr, gell? Jo. So. Ja. So, das war's mit euren Kommentaren. Vielen, vielen Dank. Ja, und vielen Dank, dass ihr auch eingeschaltet habt und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir mal zum ernsten Teil. Und zwar, ist das so unscharf oder sind das meine Augen? Seht ihr? Wenn ich jetzt hier vorkomme, ist alles richtig scharf. Also nicht, weil ich nur im Bild bin. Besser? Nee. Ist ja auch egal. Scheiß drauf. So, und zwar, oder können wir das jetzt ausmachen? Ja, lass uns an. Und zwar, kein Bock mehr? Fragezeichen. Hab ich keinen Bock mehr? Also. Ich weiß gar nicht, wie ich erwähnt habe, ob ich erwähnt habe, was ich erwähnt habe. Aber ich sitze nicht hier in einem T-Shirt, ich sitze hier nicht in einem blauen Hemd, ich sitze hier in einem weißen Hemd. Ja? Und zwar habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt. Ja? Arbeit ist immer noch ist alles selbe, bloß der Arbeitgeber. Ja? Hat sich geändert, dadurch haben sich Arbeitszeiten geändert. Dadurch, das ganze Sicherheitskonzept hat sich geändert. Es hat sich vieles geändert und ich muss da jetzt erstmal reinkommen. Ja? Das heißt, die Videos, wo ihr jetzt letzte Woche oder diese Woche gesehen hattet, war alles vorproduziert. So. Und ja, ich muss sagen, ich habe keinen Bock mehr. Auf YouTube. Das soll aber jetzt keine Verabschiedung sein. Ja? Ich werde noch bei den fucking Freaks bleiben. Ich werde noch bei YouTube bleiben. Und muss aber sagen, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen auch gezwungen, mich vor die Kamera zu setzen. Weil ich einfach, ich habe zurzeit keine Zeit. Ich muss das alles irgendwie in meinen Kopf bringen. Was alles neu ist auf Arbeit. Ist ja fast alles neu, ja.
andere Uhrzeiten, an denen ich arbeite. Ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Privat steht einiges an. Das muss ich ein bisschen verarbeiten und sowas. Und zurzeit halt viel Arbeit. Ja, das ändert sich in Zukunft. Aber ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, muss das alles erstmal in meinen Kopf kriegen. Aber zurzeit echt, ich habe keine Lust. Ja, ich gucke kaum noch YouTube. Mit euren Kommentaren schaffe ich es teilweise auch nicht. Ich brauche einfach mal, ich will nicht sagen eine Pause. Es kann auch sein, dass es nächste Woche schon wieder ganz anders da aussieht. Ja, es kann sein, ich habe nichts vorproduziert. Es kann aber sein, dass auf einmal Dienstag kommt ein Video, Donnerstag kommt ein Video, Sonntag kommt wieder ein Video, weil ich einfach Zeit und Lust hatte dazu. Das kann gut möglich sein, ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es eben so, ja. Aber ich werde hier jetzt nicht aufhören oder so, gell. Also möchte euch nur sagen, dass es eventuell oder dass es definitiv, ja, ein bisschen weniger werden wird. Ich versuche auf jeden Fall, dass das Timo Bubble trotzdem kommt. Aber auch je nachdem, wie Zeit ist. Wie gesagt, ich komme gerade von der Arbeit. Und normal würde ich mich jetzt auf die Couch nochmal 5 Minuten hauen. Mal gucken, was gibt's Neues im Handy. Und dann würde ich mich ins Bett machen. Und so babble ich jetzt mit euch, gell? Ja, das ist genau. Aber ich gucke ja so gut wie gar keine Filme mehr, zum Beispiel. Ich habe jetzt The Bad Batch, Star Wars The Bad Batch habe ich gesehen. Das war nicht so meins, ja. Und habe jetzt angefangen, Star Wars Resistance zu sehen. Habe ich jetzt angefangen, bin ich glaube ich Staffel 1, Folge 10, 11 oder sowas. Finde ich ein bisschen besser als Bad Batch. Ist aber alles auf dieser Plattform und irgendwie ist ja die Vorgeschichte zu Episode 7, 8 und 9. Also nicht direkt Vorgeschichte, einfach noch eine andere Geschichte mit Poe Dameron und BB-8. Oh, ist was Nettes, ja. Aber nichts Besonderes, ja. Also bisher Rebels hat mir am besten gefallen. Und danach werde ich mich dann auch langsam an The Clone Wars wagen, gell? Weil im Moment ist Serien so, ja, dadurch, dass ich halt wenig Zeit habe, hier mal eine Serie, da mal eine Serie, ist das mal was ganz Tolles, gell? Ansonsten, Big Bang Theory läuft immer mal nebenbei, ja, dann abends die Gangbang-Theorie in der Praxis, gell? Schön wär's. Und und ansonsten ab und zu ein bisschen Assi-TV, aber fragt mich nicht, was da läuft. Ja, Promis hinter Gittern, Liebe auf den ersten Spritzerguss oder fragt mich nicht, gell? Nackt, keine Ahnung, ja? Nackt in der Talkshow und ach, was weiß ich, was es da alles gibt, gell? Aber das läuft da auch immer so mal. Ach. Nee, fragt mich nicht, keine Ahnung. Aber echt. Ja, ich gucke mir auch noch Filme an, aber da ist auch noch ein Video auf jeden Fall geplant, ja. Aber wann das kommt, in 2 oder 3 Wochen oder so, keine Ahnung. Aber da ist auf jeden Fall auf jeden Fall was geplant. Und naja, also wie gesagt,
Ich bin nicht weg. Ich werde regelmäßig mal Hallo sagen, ja. Auch wenn es nur hier bei Timo Babbelt ist. Ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, also ich möchte dann auch noch hier und da mal auch mal ein Fax im Mainstream noch mal raushauen, weil da gucke ich ja dann den Film und dann kann ich dann vielleicht am nächsten Tag oder so ein Video dazu drehen. Also weg bin ich nicht, aber ich habe echt keine Lust, mich irgendwie vor die Kamera zu setzen, ein Video zu drehen und ich sag mal so, die Aufrufzahlen sind ja im Moment auch nicht die besten, ja. Abonnenten gehen hoch, aber Aufrufzahlen gehen nach unten. Und wenn ich dann halt hier so sitze, mache meine Videos und es ist kein Elan dahinter, das ist ja auch nicht toll für euch, ja. Deshalb, wenn ich Energie habe, wenn ich Bock habe, mache ich was, ja. Und ansonsten wird da erstmal auf jeden Fall weniger kommen. Monatsupdates, die kommen hundertprozentig, ja, hundertprozentig. Ja, und falls jemand irgendwie, falls mich ein Mystery-Paket erwartet oder sonst was, das werde ich auch hundertprozentig machen, ja. Aber alles andere erstmal stellen wir mal hinten an, ja, und gucken mal, wo es hinführt. Ja. Ja. Hauptsache ich bin nicht weg, oder? Genau, aber wir machen jetzt auch schon wieder Schluss. Ja, ein paar 20 Minuten. Das reicht. Und natürlich könnt ihr unten trotzdem in die Kommentare schreiben. Und gucken wir mal. Bin schon sehr müde jetzt und deshalb haue ich mich jetzt in die Falle und ja, danke, dass ihr dabei wart, ja, und danke, dass ihr auch noch in Zukunft dabei sein werdet und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne neue Woche und ich denke an euch alle da draußen, ihr seid die Besten, es ist einfach so und einfach toll mit euch, gell? Ja. Nö, sonst hab ich nichts. Also, tschüss, macht's gut. Euer Timo, bis zum nächsten Mal.